Gottesdienste ohne Besucher soll es ab dem 21. Februar 2021 in der evangelischen Kirche in Dülmen nicht mehr geben. Denn die derzeitige Inzidenz im Kreis Coesfeld liegt bei rund 30 Fällen in 7 Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner. Ein Grund, wieder zum Präsenzgottesdienst zurückzukehren. Wir hier im Kreis Coesfeld haben ja einen Inzidenzwert von unter 50, sogar deutlich unter 50 und auch schon seit längerer Zeit, seit mehreren Wochen. Und das ist für unsere Landeskirche, die Evangelische Kirche von Westfalen, das entscheidende Kriterium jetzt gewesen, in Kreisen, in denen die Inzidenz so niedrig ist, wieder Präsenzgottesdienste anbieten zu dürfen. Das Presbyterium ist dem auch gefolgt, hat so entschieden und so wird am 21. Februar hier in der Christuskirche wieder der erste Gottesdienst stattfinden. Aber natürlich unter strengen Hygieneauflagen. Es soll ja möglichst nicht gefährlich sein. Wir wollen also das Risiko einer Ansteckung möglichst minimieren. Pfarrer Oevermann ist froh, so langsam wieder in die Normalität des kirchlichen Lebens zurückkehren zu dürfen, obwohl nach wie vor keine sonstigen Veranstaltungen stattfinden. Für den Kontakt mit der Gemeinde habe man neue Wege gehen müssen, unter anderem mit digitaler Unterstützung. Auch das sonstige Gemeindeleben ruht. Das Gemeindezentrum ist geschlossen. Es finden keine Gruppen, keine Veranstaltungen statt. Aber was wir gemacht haben, wir haben sehr schnell uns digital aufgestellt. Wir haben einen YouTube-Kanal. Wir haben eine Facebook-Seite, jetzt seit einigen Wochen auch einen Instagram-Kanal und eine Homepage haben wir schon lange. Und darüber haben wir Kontakt mit unseren Gemeindegliedern gehalten. Natürlich findet bei den kommenden Gottesdiensten ein Hygienekonzept Anwendung, denn nicht jeder Platz in der Kirche darf besetzt werden. Solange es einen allgemeinen Lockdown gibt, so wie es jetzt ja bis zum März in Nordrhein-Westfalen der Fall ist, werden auch keine Gemeindeveranstaltungen bis auf die Gottesdienste stattfinden. Also die Gottesdienste haben eine herausgehobene, besondere Stellung natürlich, weil sie ja der Kern unseres Geschäftes sind. Alle anderen Veranstaltungen finden nicht statt, auch Sitzungen finden in digitaler Form weiterhin statt. Und wenn es gut läuft und die Inzidenz weiterhin so niedrig bleibt und der Lockdown aufgehoben wird, zum Beispiel auch hier nur regional im Kreis Coesfeld, das weiß man ja alles nicht so genau, dann werden wir entsprechend dann auch reagieren. Auch die Gemeindemitglieder freuen sich, dass sie in Kürze wieder Gottesdienste besuchen dürfen, auch wenn hierfür zunächst nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung steht.